Hallo liebe Freunde, hier zeige ich euch einfach mal ein wunderbares Brutnest. Schaut einfach mal hin. Man sieht oben einen richtig schönen Futterkranz. Dann seht ihr hier schöne Larven. Unten seht ihr Stifte. Seht ihr die Stifte da drin? Ja, die kleinen weißen Pünktchen sind die Stifte. Da hat also die Königin frische Stifte gestiftet. Jetzt, ja. Hier auf der anderen Seite auch nochmal ein schönes Brutbrett. Auf der Seite hier ist keine frische Brut. Ja. Das bedeutet, zwischen diese beiden Bruträmchen werde ich jetzt eine Mittelwand setzen. Dann können die Bienen schön gemütlich weiter ausbauen. Und danach kann die Königin so richtig schön stiften. Ich habe jetzt hier das Volk Nummer 1 mit der Königin von 2020. Das hat also funktioniert. Die Königin stiftet wie die Sau, sage ich jetzt mal, also wie eine junge, gute Königin. Und von der Seite her ist im Grunde genommen alles Paletti. Jetzt schauen wir auf die Seite noch. Und ihr seht, wie ruhig das Volk ist. Ja, hier ist also keine Brut. Das ist also ein Futterrähmchen auf der Seite her. Aber hier ist eine Brut. Ja, hier ist Brut. Auf dem hier ist Brut. Und das hänge ich jetzt richtig schön gemütlich rein. Dann können die ausbauen und können ganz gemütlich weitere Winterbienen produzieren. Und das war's schon. Ihr seht, ich habe immer noch kein Stativ. Aber ihr haltet es bestimmt so auch aus. Ein bisschen weniger durcheinander jetzt, gerade beim Filmen, aber es ist egal. Darf auch immer sein. Ja, und diese Bienchen machen Honig. Beziehungsweise holen sich vor den Blüten Nektar und machen dann den Honig daraus. Aber ihr seht hier, das ist kein Honig hier drunter. Das ist Zuckerwasser. Und mit Zuckerwasser, das ist natürlich kein Honig. Da würde man bescheißen, wenn man den Honig aus Zuckerwasser machen würde. Und ja, von der Seite her, Freunde, ich würde euch wirklich empfehlen, geht zu eurem Imker. Es gibt immer irgendwo einen Imker, der euch Honig verkaufen möchte, weil dieser Imker hat auch sein Herzblut in diesen Honig mit reingekippt, sage ich mal. Weil alle Imker, so wie wir da sind, wir haben eine landwirtschaftliche Nummer. Wir sind sozusagen Landwirte mit Vieh. Mit Vieh, mit Tieren, und wir kümmern uns liebevoll um diese Tiere. Und von der Seite her, wenn diese schönen Tiere, die der Umwelt so viel bringen, schaut bloß mal an so einen Apfelbaum, wenn da keine Bienen sind, dann könnt ihr die Äpfel vergessen. Oder Birnen, oder Zwetschgen, oder Kirschen. Also von der Seite her, honoriert das, was der Imker tut. Der Preis, der ist absolut akzeptabel, weil dieser Imker, also ich sage euch einmal, die Masse der Imker sind keine Berufsimker, das sind Hobbyimker, investieren sehr viel Zeit in dieses Hobby, aber auch sehr viel Geld. Ja, und dann kostet der Honig einfach den Preis, den er kostet. Die meisten werden trotzdem ein Draufzahlgeschäft haben. Also von der Seite her, diskutiert nicht über den Preis, bezahlt den Preis, den der Imker verlangt. Das ist ein guter Preis. Und wenn ihr nicht bereit seid, diesen Preis zu bezahlen, tja,
dann dürft ihr natürlich woanders hingehen. Ihr werdet immer irgendwo etwas Günstigeres bekommen. Aber das ist natürlich nicht nachhaltig und wir wollen natürlich nachhaltig sein. Das heißt, der Imker soll die nächsten Jahre, ich habe letztens einen Imker getroffen, der ist seit 59 Jahren in der Imkerei und lernt immer noch. Also von der Seite her, wenn ihr wollt, dass der Imker lange Zeit sein Hobby und für euch dann den Honig produziert, dann seid einfach bereit, einen guten Preis für ein sehr gutes Produkt zu bezahlen. Und ja, für den Imker um die Ecke ist es gut, für euch ist es gut. Warum? In Bezug auf Allergie habe ich immer gelesen, schaut bitte selber nach, dass die Pollen und der Nektar, die hier um die Ecke verfügbar sind für die Bienen, die sind ja dann, oder dieser Nektar und diese Pollen sind ja dann auch irgendwo in dem Honig drin. Und von der Seite bin ich mir sehr sicher, dass es auch gut für das Immunsystem ist. Und gerade in der heutigen Zeit, wir haben das Jahr 2020, jetzt wird es doch ein wenig länger, wir haben das Jahr 2020, Leute, kümmert euch um euer Immunsystem, weil wenn ihr ein gutes Immunsystem habe, da brauche ich keine Arznei und schon gleich gar nicht irgendeine Impfung. Wenn ihr wisst, was ich meine. Okay? Also, in dem Sinne, liebe Grüße auch von meinem Bienchen. Tschüss und Servus.